Come on, Cap Can, come on, Cap Can. Go Rush, go Rush, he's lost. Okay, ab. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Von Rainbow Six Siege. Mit Lukas, wie ihr gehört habt. Diesmal nicht ganz so hart am Crashen des Intros, ja. Wollen wir Chalet oder Kaffee bannen? Weil ich würde ganz gerne auf Clubhouse spielen. Da hatte ich gerade mal wieder Bock drauf, habe ich ganz lange nicht mehr drauf gespielt. Lass Kaffee machen, die Band Chalet. Okay. Oder warum vertraue ich dir? Warum vertraue ich dir eigentlich, Lukas? Ein kleiner Hund. Ich meine, wir hätten so schön Clubhouse spielen können, wenn ich dir nicht vertrauen würde. Wer Bamba? Anscheinend Fuse, okay. Da haben wir mal ein paar andere Bands. Wen wollen wir in der Verteidigung bannen, bevor wir irgendwas sagen hier? Hast du eine Idee? Wir bannen Kroko. Ah ja, okay, danke. Okay, Clash ist schon mal weg. Die Standardbands sind durch. Wen bannt man jetzt hier? Lukas? Jäger, okay, drauf da. Von mir sind auch wieder die einzigen beiden, die bannen, oder? Ja. Lass mal ein bisschen mehr Nate spielen jetzt. Was? Ich wollte gerade sagen, lass mal Fuse und so mitnehmen. Und dann ist mir aufgefallen, wir haben ja Fuse gebannt. Oh Mann, Alter. Loco, kauf dir eine funktionierende Gehirn. Ja, das wäre ganz gut. Unten oder oben? Wohin? Oben. Ja, okay, dann Kapkan und rein da. Weiß nicht, was ich spielen soll, Mann. Nimm irgendwas, was so Zeit bleibt. Geh mal in den Anker am besten, oder? Ich weiß nicht, was man. Das war Autopick, oder? Ja. Oh Gott. Hä, ne, Autopick, haben sie das wieder rausgenommen, dass man irgendwelche Operator kriegt, die man viel spielt? Thorn ist es bei mir. Ja, deswegen. Hattest du nicht mal gesagt, du müsstest irgendwie andere kriegen? Nee, im Angriff. Ach so. Das haben die aber nur beim SI-Event raus. Ja, nee, alles gut. Ich hatte deinen Angriff und Verteidigung verwechselt. Ich wusste nur, dass du nicht Zorn gesagt hattest. Behinderung. Ja. Die Sache ist, ich weiß nicht, ob es so schlau ist, dass ich null daran denke, oder das nutze, dass man mehrere Fallen in eine Wand jetzt machen kann. Ich weiß nicht, wie sehr sich das lohnt, dass ich das nicht nutze. Ah jo, ich muss mal Hardcore im Basement runter. Warum? Weil ich alles wegfick, was vom Bitcoin kommt. Achso. Warum haben wir da eine Wand? Ich wollte gerade sagen, warum haben wir da diese Wand offen? Und noch eine bessere Frage, warum bin ich als Kapkan immer noch onside? Wo ist mein Spotify auch immer so laut? Hier vorne am Fenster ist was? At least one on balcony. Oh lol, okay, die Drohnen gut. Die haben Kommunikation. Tell me if someone is on the big winner. Someone library. Die Drohnen richtig gut hier. Weißt du, ob da jemand am Big Window ist? Ja, hundertprozentig. Oder? Obwohl, nee. Ich weiß es nicht halt genau. Aber ich würde jetzt schätzen, dass da was ist. Nee? Ich bin auch gar nichts. Oh Gott. Sie haben komplett verkackt, glaube ich, mich zu sehen.
Ja! Hibana down. Hibana dead. Sie hat komplett verkackt, den kleinen Small Room da zu tun. Unten in der Lounge kommt was rein. Okay. Hab ich. Was? Ich halt hinten von Library ist erst. Ich bin wieder weg. Okay. Ich hab eine Razor Bloom getriggert. Nice. Weil also du? Achso. Also halt, eine wurde getriggert. Come on, Cap Can, come on, Cap Can. Go rush, go rush. He's lost. Wait. Okay, happen. Good work. Was hat der gesagt, wo er ist? He's lost? Keine Ahnung, Alter. Ich hab's einfach gar nicht verstanden, was der von mir wollte. Zumal dadurch, dass der so laut ist, habe ich auch keine Ahnung mehr, wo was gehört wurde. Also das ist auch noch so eine Sache, die sie vielleicht adden müssten, dass man Leute leiser stellen kann. Ja. Also sowas müssen sie so adden. Wir haben einen Kaid, brauchen wir da noch einen Bandit? Nee, oder? Eigentlich nicht. Brauchen wir Maestro? Nein! Was ist los? Warum funktioniert die Escape-Taste nicht, Alter? Ich weiß es nicht, was wolltest du machen? Ah, ich hab jemanden gebraucht mit zu viel. Na so, ja gut. Das ist jetzt natürlich belastend. Und ich hab kein Visier. Du hast kein... Oh Gott, Lukas. Was hast du getan, dass du kein Visier hast? Ui, man kommt hier... Man kann hier oben drauf kommen? Lukas, wusstest du, dass man das machen kann? Auf diesen komischen Weinschrank da gehen und eine Maestro-Cam oben drauf platzieren? Hier, wo ich gerade reinforce, leben wir direkt. Ja? Warte, wie war das? Ja, hier vorne und dann da drauf, ja. Genau. Ich hab das aber gerade so random festgestellt. Wo setze ich mich mal hin? Ich reinforce neben dir. Was ist los? Roko? Ja? Du weißt, dass ich Aggressionen bekomme, wenn jemand neben mir reinforce. Ja, ich hab's deswegen sogar angecallt. Ja, okay, die Wand geht auf. Outside Wall ist auf. Okay, nice. Nice. Da ist niemand. Warum schießt du da hin? Ah doch, da. Finker. Ace macht noch weiter auf. ACE-Drink, ja. Warum auch immer. ACE-Drink, Alter. What the fuck? Ich habe einmal kurz was versehen auf rechtem... Oben in der Lounge ist gerade was in die Luft gegangen. Ja, das hat mich auch gerade richtig gewundert. Und was ist das für ein Razor Bloom da? Ich weiß es nicht, Alter. Oh. Ich setze mich ja ein bisschen hier von Blue weg. Lass mich mal so. Da kann ich mich mit meiner eigenen Kamera wenigstens beobachten. Achso, in der Lounge, ja okay, doch, da haben sie aufgesprengt oben. Was auch immer sie damit versucht haben. Einer ist gar nicht... One on Pink 4. Was auch immer die da oben machen wollen. Jetzt kommt jetzt nicht die Bahn runter. Nice! Fuck! I think they're going for, behind. Close to Pink 4. At least two guys ping four.
They're going for a wine take. 15 seconds. Two inside wine. Nice one. So in die Hose. Ja. Also ich weiß auch gar nicht, was haben die gemacht? Die hatten einfach kein Interesse, darüber zu gehen, oder wie? Also die einzige, die irgendwo vernünftig gehandelt hat, war die Dings eben. Alter. War die Zorn. Das war die einzige, die irgendwo sich angepasst hat und gesagt hat, okay, wir gehen mal nach hinten. Also im Nachhinein hätte ich mich doch weiter in Blue setzen sollen. Wo sind wir denn? Kitchen Dining. Ah, wen nehme ich denn mal? Mann, ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Puls. Oryx. Frag mich nicht, warum ich Oryx genommen habe, aber ich habe Oryx. Hast du nicht gesagt, dass du Oryx niemals in Ranked spielen willst? Ja, deswegen. Ich mag ihn, aber ich mag es nicht, in Ranked ihn zu spielen. Das Problem ist, das war eher so eine Panikentscheidung. Ich dachte schon, ich hätte irgendeinen Hirntumor. Nee, weil Lukas, bei mir war so, das Problem war, ich wollte Kapka nehmen. Ich wollte keinen Maestro eigentlich. Und dann wollte ich auf Zorn. Und Zorn war aber auch schon gepickt. Heißt, also ich bin jetzt auf, ja, Oryx. Ananas. Ja. Also meine ganzen Sachen sind alle einfach irgendwie, meine Ausweichplätze sind alle weg gewesen. Ich muss mal ein paar Hedges öffnen hier. Ist das so? So, wir haben ja gar nicht mal so viele hier, stimmt, da war was. Oh, ich wurde gespottet. Und ich hab grad nochmal 5 Wände hochgezogen. Ja, geil. Was ist das für eine Kacke? Wieder 6 Wände reinforced, ne? Ja, ich hab 4. Also ich hab die anderen Wände reinforced. Naja, 5 Wände, ja, Wände. 5 Wände und eine Hedge. Ja. Bei mir wären es auch 3 Wände und eine Hedge. Aber nee, das passt nicht. Ich hab 4 Wände und eine Hedge. Bist du sicher mit deinen sechs? Ja. Hä? Basement 3 Leute. 3 Guys im Basement. Soll ich runterkommen? Wäre nicht schlecht. Jo, bin on my way. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und die Hedge 6. Komisch. Hä? Wo ist Basement? Also, genau. Backstairs. Finker dead. Oh Gott, was ist denn da für eine Party? Weg hier! Nevermind. Wir haben Party im Basement. Hey, hier ist ja richtige Party im Basement. Ich halte hier ein bisschen auf. Okay, Party im Basement scheint aufgelöst zu sein. Ja, Camps sind für nach. Okay, Party im Basement ist offiziell aufgelöst. Scheinen weitergezogen zu sein. Coco? Ja, ich weiß, das Aim war grässlich. Ich geh mir mal meine Hedge suchen und komme dann wieder hoch. War auch wieder köstlich. Ich switch von der Thorn auf deine Cam. Ja. Und sehe nur, wie du ein komplettes Magazin an der Drohne vorbeischießt. Ja, sorry. Plantet. Nein, hä? Sorry. Der hat nicht geplantet.
Das ist der Grund, warum man ab und zu mal liegen bleiben sollte. Aber was war ihre Mission? Weiß ich nicht. Von wann? Kann sein, dass sie den gar nicht hatten. Also ich wüsste es nicht, ich habe nicht gedroppt. Aber ey, diese Party da unten im Keller. Also wirklich, ich habe glaube ich 3 Leuten oder so angedamaged und einen habe ich erwischt. Ich habe dann C4 die Treppen runtergeschmissen. Was? Niemanden hat's getroffen. Wahrscheinlich hat's alle ein bisschen erwischt wieder, oder? Ich hab... Nö. Ich hab was? Keinen einzigen Assist bekommen. Warum hat der Dude jetzt schon wieder GG well played geschrieben, Alter? Weil er denkt, dass sie jetzt instant verlieren. Ja, geil. Nur zur Info, das ist die Mentalität, mit der ihr verliert, ja? Sag doch, dass du einen Thatcher brauchst, du Idiot. Ach so, sorry. Ich dachte, das wäre logisch, dass wir einen Thatcher brauchen. Ja, ich hab gedacht, weil der andere war auf Thatcher drauf. Was? Achso, nee, ich hab da auch nicht drauf geachtet. Ich hab meinen Termite genommen, hab geguckt, wir haben alles und bin dann wieder weg. Ja, okay, die haben einen Mute und einen Kaid. Ja, nee, ich hab gesehen, Thatcher oder Sledge, was auch immer der kurz gepickt hatte, ja? Ist weg. Ich auch. Bin ich ausgegangen, dass es ein Thatcher ist, habe ich Line genommen. Lukas, bei mir war es ähnlich. Und jetzt sehe ich 2 Sekunden vor Rundenstart. Ja, Lukas, ich habe auch raufgeguckt, gesehen, wir haben alles und gedacht, okay, kann losgehen. Und dann habe ich nicht wieder draufgeguckt halt. Weil ich mich dann eher auf dieses GG Well Played da gemacht habe. Nee, wir haben Loris hier. Ja, der könnte noch was mal retten. Achtung, das Window hier oben wird. Wow, die Valkyrie hat eine Webcam geschrottet und ich habe es live zusehen dürfen. Das war eine wunderschöne Sicht. Ja, okay, sie hat das Fenster wieder zu. Ich musste auch schmerzhaft lernen, dass man aus den Fenstern besser keine C4 draus will. Ja. Close, could you saw your drone in here? Geh mal kurz hoch und guck, ob der Typ wirklich mit Claymore kommen wir irgendwo an diesen Dings ran? Nee. An Jammer? An Jammer, ja. Doch, wir kommen ran. Close, I got rid of the Jammer. You can get in now. Irgendwo wurde aufgemacht? Ah, ne. Ey, Mann, wo ist der Floris jetzt? Close, I need you down. Ja, okay, dann komm halt nicht. Was ein Vollidiot. Valkyrie, second floor. Ich droppe nochmal die Drohne. Okay. Ja, Digga. Wo? Ich zünde Mute einfach. Alter. Lukas, wo? Nicht mal ansatzweise in deiner Nähe. Da haben wir trotzdem. Hinterm Boot campt. Hinterm Boot, oh. Was macht unser Floris da? Ich weiß es nicht. Ja, natürlich. Ah, Mann. Wir hätten so schön diese Wand aufkriegen können, wenn der Floris mal hergekommen wäre und seinen scheiß Drohne genutzt hätte. Ja. Das ist das Problem, wenn man nicht im Five-Stack ist. All friendlies have been eliminated. Geschweige denn, wenn man unter 3 Leuten ist. Ja. Weil wie gesagt, die Wand hätte so schön auf sein können. Aber wenigstens können sie jetzt nicht mal runter. Ja gut, ich habe einen Termite mit... Und wir hatten wir den Zero auch mit eben? Keine Ahnung. Wenn, dann hätte der uns ja auch sowas von helfen können. Lukas, kannst du irgendwas für Wände mitnehmen? Scheiße, ja. Ja, passt. Im Notfall kann man damit auch was machen. Oh, scheiße, ja. Ja. Ich meine, so Kali-Thatcher oder so wäre besser gewesen, aber
Wann ist 15. Wann ist der 15.? Was ist das für ein Tag? Nächste Woche irgendwann. Ne, übernächste Woche, oder? Ja, übernächste Woche. Dienstag, oder? Dienstag? Ja, Dienstag passt. Wieso? Ja, Dienstag. Wieso? Was da? Ich muss noch für ein Story-Gewinnspiel auf Instagram eine Story. Also. Natürlich. Ja, ja. Aber mir meckern, wenn ich ein Bild kurz machen muss für ein Gewinnspiel. Kurz? Kurz, ja, ja, kurz. Wichtig. Wichtig. Spam Picket, muss ich. Eineinhalb Stunden sind kurz? Ja. Seit wann das? Weil das Ganze auch deutlich länger dauern kann. Glaubst du mir? Und wo ist Ed Mozzie? Keine Ahnung. Loco, wenn die Story, die ich dafür machen muss, lange dauert, dauert es eine halbe Stunde, weil ich halt eben noch mit einberechnen muss, dass die Kohle für die Shisha dabei an ist. Ja, ja, ich weiß. Und der Kopf gebaut ist und die Mozzie Shisha. Mozzie, klaust du Ping vor? Hallo Lukas, der Mozzie rennt da rum. Mozzie ping vor. Mozzie hat ein paar Hits. Warte, Lukas, ich ping dir, wenn er da noch ist. Nee, ist da nicht mehr, ich sehe ihn nicht. Der scheint hier hinten bei der Vase zu sein irgendwo. Ja, keine Ahnung. Was? Aber tot ist er nicht. Ja, okay, da hinten ist der Maestro. Wir kommen hier nicht rein, oder? Nicht so unbedingt, nein. Ich geh mal kurz down. Ja, gut. Ah, sorry, sorry. Ja, ja, ich wusste nicht genau, dass du da warst. Nice call, thanks guys. Ja, wahrscheinlich. Come downstairs. 3 points. Lukas, save mich mal kurz, ich bin am Dorn. Solange ich hier durchkomme. Ich bin durch. First floor. Safe. Hey, clear. Ja, jetzt ist es clearer. Ich gehe hinter der Wand. Planting. Ja, okay, Lukas. Ich bleib beim Diffuser. Ich hab's nicht coming, 3 point. Mozzie, 3 point. 3 point. Yeah, yeah. Nice. Puh, der war low, aber auch, hast du das gesehen? Ah, Junge. Oh. Ich renn da drin mit 4 HP rum. Ja, war bei mir echt. Hast du meinen Drohnen-Stunt gesehen? So oben auf diesen Schrank geworfen, runtergeglitscht, einmal quer durch so ein Mute-Jammer-Feld, an einem Mozzie-Teil vorbei und dann gucken, nur um zu sehen, dass clean ist. Nee, aber ich leg mich einfach so mitten in den Raum auf den Boden, ja. Als Leiche getarnt oder so. Ja, chillig. Als nicht existierende Leiche, meinst du? Ja, genau. Ja. Und hab einen Maestro einen Header gegeben. Also. Ja, geil. Nee, aber ich würde mal sagen, das war's von der heutigen Folge Rainbow Six Siege. Und. Stufe 90. Ah, ja. Auf jeden Fall werden wir uns wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch sehen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Nein, und Dislike. Ja, okay, von mir ist auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Dislike. Ciao. Und Report. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben da lässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.